Wir kommen jetzt zu unserem Internationals. Insofern müsst ihr euch jetzt leider alle ein bisschen umdrehen. Wir gehen da vorne zum Fernseher. Wir beginnen mit dem Land, das jetzt sozusagen der Kristallisationspunkt der Krise im Moment ist, nämlich Griechenland. Und dort sprechen wir mit Ioana. Das ist die Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung jetzt in unserem Büro in Athen. Und die wird uns doch jetzt hoffentlich gleich sofort zugeschaltet, wie das im Fernsehen so ist. Es gibt immer eine Verzögerung, die Technik und so, aber das Wetter hält toll. Ich muss irgendwie reden, bis die da klarkommen. Ich weiß auch nicht genau, was ich sagen soll, aber man kann ja sagen, jetzt geht wieder sowas wie ein neues Gespenstum in Europa, nämlich Syriza. Für die einen ist das sozusagen die Hoffnung für die Linke, für die anderen ist das das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, nämlich die herrschenden Kräfte, die eher sowas wie eine Kettenreaktion erwarten, wenn dann tatsächlich in einem Land effizient Widerstand geleistet wird. Das ist natürlich... Du hältst für mich? Dankeschön. Das ist für dich, Ioana. Hier wird die Internationale gesungen. Morgen sind Wahlen, ein wirklich geschichtlicher Moment für die Linke, nicht nur in Griechenland. Was erwartet ihr und was wären die Konsequenzen, falls die Linke es tatsächlich schafft? Hallo aus Athen. Hört ihr mich? Ja. Hallo, okay, ja, okay. Also, hier herrscht natürlich große Hoffnung, aber es ist uns durchaus bewusst, dass es auch eine sehr große Verantwortung ist. Es ist verboten, 2 Wochen vor der Wahl Umfragen zu veröffentlichen, aber die letzten Umfragen haben gezeigt, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Also niemand ist sicher, aber wir können nur hoffen. Also die Entscheidung, die wir morgen treffen, ist eine Entweder-Oder. Es ist die vielleicht bei weitem die wichtigste Wahl seit Jahren in Griechenland. Und die 2 vorgeschlagenen Wege sind so unterschiedlich, die sind sehr anders. Und es ist einmal Memorandum oder nicht Memorandum. Und das könnte heißen, wir haben noch Hoffnung oder keine Hoffnung mehr oder düstere Aussichten schon wieder. Wir erwarten natürlich alle, dass eine regierungsfähige Mehrheit sich ergibt. Wir, die Linken, hoffen, dass es eine Regierung von Syriza ist oder eine linke Regierung. Es gibt aber große Angst, dass die Regierung, die sich ergibt, die linke Regierung, uns außer der Eurozone führt und so weiter. Also die Vorwahlperiode war hier ein richtiger Krieg. Ja, vielen Dank. Aber wie schätzt du das ein, die Chancen, falls Syriza wirklich stärkste Partei wird? Gibt es überhaupt genügend Kräfte, um dann so etwas wie eine linke Regierung aufzustellen? Wir haben nicht besonders Gutes über zum Beispiel die KKÖ gehört. Wie schätzt du die Chancen ein eigentlich oder mit wem müsste Syriza dann das versuchen? Also Syriza wird es versuchen, mit anderen linken Parteien eine Koalition zu bilden. Ich weiß nicht, ob das ihm gelingt. Ich glaube aber, dass die Verantwortung so groß ist, dass alle linken Parteien eigentlich sich einigen sollten. Aber das ist nicht so leicht. Also die KKE hat eine sehr steife Haltung bisher gezeigt. Es gibt noch eine linke Partei, die Demokratische Linke. Ich glaube, die sind bereit mitzuregieren, aber das wird sich zeigen. Also
Ich glaube aber, dass die linken Parteien die Verantwortung auf sich nehmen sollten und jetzt regieren. Ich hoffe, es versteht sich einigermaßen, es ist ziemlich verzerrt, ne? Aber wir schauen mal. Ist es natürlich eine blöde Situation, dass immer die Linken, wenn sie mal die Chance haben, dann an die Regierung zu kommen und dann wirklich eine Linksregierung zu machen, immer ein bankrottes Land übernehmen müssen. Aber andersrum gefragt, was erwartet ihr oder was könnt ihr erhoffen für eine Unterstützung sozusagen aus dem Herzen der Bestie, nämlich aus Deutschland und da speziell natürlich von den Linken in Deutschland? Also es ist uns sehr wichtig, dass wir Solidarität und aber auch Unterstützung von der deutschen Linken kriegen. Wir brauchen starke Partner in Europa. Es ist auch sehr wichtig für uns, dass ausgerechnet aus Deutschland wir Unterstützung finden, weil Deutschland ist zu dem totalen Feindbild hier geworden. Ich finde, ja, es ist sehr wichtig, wenn diese Unterstützung ausgerechnet aus Deutschland kommt. Die griechische Linke, ob sie regiert oder nicht, kann nicht vieles erreichen ohne europäische Unterstützung. Das heißt, wir brauchen starke Partner überall in Europa. Nur dann können wir was erreichen. Und es geht nicht nur darum, einige Schritte für Griechenland zu machen, sondern für das ganze Europa, weil es ist ja keine griechische Krise, es ist eine Euro-Krise. Okay, vielen Dank erstmal, Ioana, in Athen. Ich danke auch. In der Tat haben wir ja natürlich auch, darf ich mal die Broschüre haben, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter anderem diese Broschüre gemacht, verkauft doch eure Inseln oder jetzt die zweite Auflage, Schummelgriechen machten unseren Euro kaputt. Also wo man genau diese ganzen Bildvorstellungen, dass die faulen Griechen sozusagen unser Geld verjubeln, mal so ein bisschen konterkariert, leicht verständlich, hier liegen sie, ihr könnt ja gerne mitnehmen. Das ist in Griechenland relativ gut angekommen natürlich, weil das Feindbild Deutschland tatsächlich, auch in Spanien habe ich das erlebt, relativ stark ist. Und zuletzt ja auch gestern gerade erst, sich solche Zeitungen, die Financial Times Deutschland, nicht zu blöd sind dafür, auf Griechisch und Deutsch auf der ersten Seite eine Wahlempfehlung auszusprechen, natürlich für die Konservativen. Also da zeigt sich quasi die Charaktermaske tatsächlich nochmal. Aber wir gehen jetzt zu einem anderen Land über, nämlich Italien. Einem Land, was ebenfalls hart von Kürzungspolitiken getroffen ist. Und besonders seit eigentlich einer, den wir gerne loswerden wollten, nämlich Berlusconi, abgelöst wurde. Leider durch eine Technokratenregierung, die erst recht jetzt die Kürzungsprogramme durchzieht. Aber ähnlich wie in Deutschland scheint es relativ schwierig mit den Bewegungen und Protesten dagegen. Ich begrüße Dario. Dario ist Freelancer, Journalist und Aktivist in Italien. Dario, wie ist es um den Protest in Italien bestellt angesichts der Euro-Krise? Wie ist die Situation? In Italia oggi c'è stato un grande corteo sindacale con circa 200.000 persone. Due giorni fa c'è stata una protesta della parte più di sinistra dei movimenti, ma complessivamente rispetto alla Spagna e alla Grecia c'è diffuso malcontento, ma non c'è una forte mobilitazione popolare come negli altri paesi d'Europa. Also gerade heute gab es eine Gewerkschaftsdemo, an der 100.000 Leute teilgenommen haben. So wie vor zwei Tagen gab es auch noch eine Demo in Rom mit vielen Leuten. Man muss aber dazu sagen, dass im Vergleich zu Spanien oder Griechenland die gesamte Mobilisierung in Italien gar nicht so breit ist. Brauche ich nicht. Okay. Na klar, du musst ja übersetzen. Ja, ein bisschen die Mikrofone verwechselt ja dauernd. Welche Gruppen und Kräfte formieren sich da eigentlich? Sind es eigentlich die, die wir schon kennen, oder ist es ähnlich wie in Spanien oder Griechenland, dass auch neue Kräfte, neue Bewegungen tatsächlich dazustoßen? No, sono sostanzialmente
le stesse forze, quelle legate diciamo alla CGIL, al FIOM, ai sindacati autonomi, in particolare ai movimenti studenteschi e ai gruppi organizzati. Ma non possiamo dire che la crisi ha creato in Italia nuove formazioni politiche o una maggiore partecipazione. Sicuramente ha creato maggiori tensioni sociali anche nella piazza, nella presenza in piazza, ma non nei numeri che riempiono le piazze. Im Grunde genommen sind immer die gleichen Kräfte und Gruppen, die sich bewegen, also Gewerkschaften und Studentenbewegungen. Es gibt sozusagen eine sehr viel Unzufriedenheit, das stellt sich aber nicht wirklich eben in politische Bewegungen oder große Demonstrationen aus. Das klingt ein bisschen wie bei uns, obwohl wir von Christoph gehört haben, das ändert sich jetzt natürlich. Dario, auch an dich nochmal die Frage, was erwartest du oder erhoffst du dir von der Linken in der Bundesrepublik? Io penso che la sinistra tedesca possa aiutare la provinciale sinistra italiana ad avere un'interpretazione della crisi. Gli italiani in questo momento sono più preoccupati delle partite di calcio, del risultato della partita degli europei, che del probabile default finanziario che caratterizza l'Italia. Credo che da un rapporto con la sinistra tedesca, quella italiana possa imparare in qualche modo ad avere degli strumenti di analisi e a comprendere che non è sufficiente avere delle proposte generaliste, ma per immaginare una nuova politica economica alternativa a quella attuale bisogna avere degli strumenti di analisi. Ecco, io spero che in questo confronto tra la sinistra italiana e quella tedesca si dia la possibilità per la sinistra italiana di uscire da un dibattito provinciale e di dotarsi di strumenti di analisi. Insgesamt ist die italienische Linke sehr provinziell. Was die deutsche Linke beitragen kann, ist vor allem eine gute, starke Interpretation und Analyse der Krise. In Italien scheint es momentan so zu sein, dass die Leute viel mehr Interessen für die EM haben und Fußball gucken, anstatt sich um die Finanzkrise zu kümmern. Und es fehlen eben Instrumente für die Analyse. Das heißt, es fehlen dann auch wirklich alternative Vorschläge. Es gibt nur allgemeine Vorschläge und vielleicht durch eben eine stärkere, bessere, tiefere Analyse könnte man auch zu besseren Alternativen mindestens Vorschlägen kommen. Vielen Dank, Dario, erstmal und viel Glück bei den weiteren Mobilisierungen. Grazie. Wir gehen jetzt nach Spanien. Spanien liegt gleich hier um die Ecke, nämlich da vorne steht es. Auch einem Land, was neben Griechenland besonders stark unter Druck steht zurzeit. Allerdings ist es auch das Land, in dem vor einem Jahr ja die Bewegung der Empörten begonnen hat, sich verbreitet hat bis nach New York, aber auch auf dem Syntagmaplatz in Griechenland und Ähnlichen. Joaquín ist hier, Joaquín Cornells von der Pere Arriaga Stiftung in Barcelona. Er ist auch Teil der Izquierda Unida Alternative in Katalonien. Und Joaquín, wie steht es denn um die Bewegung zurzeit in Spanien? Bueno, la pregunta, ¿cómo está la situación de las protestas y el 15M en España? Bueno, antes de nada quería enviar un saludo fraternal de la gente que está luchando en Cataluña y en España. Also erstmal wollte er einen solidarischen Gruß an die kämpfenden Bewegungen und Menschen in Katalonien und Spanien senden. Y agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo y a Die Linke el gran trabajo que hacen en coordinación con la izquierda europea. Und der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Linken hier in Deutschland danken für die großartige Arbeit, die sie bei der europäischen Koordination leisten. En España tenemos 6 millones de parados, más del 50% de paro juvenil y más de un 40% de precariedad laboral. 6 Millionen Arbeitslose in Spanien, über 50% Jugendarbeitslosigkeit und über 60% prekäre Beschäftigung in Spanien, das ist die Situation. La educación, la sanidad y las condiciones laborales están sufriendo recortes salvajes. Gesundheitsversorgung, überhaupt öffentliche Dienste, aber auch Arbeitsrechte, Arbeitsverhältnisse stehen unter starkem Beschuss. Las pensiones están congeladas y en peligro. Die Renten sind eingefroren und wird diskutiert, sie weiter zu streichen. Y el aspecto positivo es que la movilización popular durante el último año, a partir de la explosión del 15M, ha experimentado nuevas formas.
Das Gute ist, dass die popularen Mobilisierungen, wie er das nennt, eine enorme Bewegung entfaltet haben und natürlich Hoffnung stiften. Están generando una nueva cultura política en España. Eine neue politische Kultur nach Spanien bringen, eine Öffnung. Donde los partidos y sindicatos están aprendiendo y trabajando con los nuevos movimientos. Wo es nicht nur um die Bewegung geht, sondern wo auch die Gewerkschaften und die Linksparteien diese neue politische Kultur lernen anzunehmen. Nos gustaría presentaros una de estas experiencias que ha adquirido mucha fuerza y se ha convertido en un auténtico fenómeno social. Eine dieser Teilbewegungen möchte er uns hier gerne vorzeigen, die wahnsinnige Dynamik entwickelt hat in Spanien und eigentlich überall auf den ersten Seiten, auf den Zeitungen und so weiter getitelt wird. Pasaremos un pequeño video, ¿sí? Also jetzt müsst ihr euch nochmal umdrehen, weil jetzt gibt es ein kurzes Video. Schon losgegangen. Das müsst ihr jetzt befehlen. Wollen wir hier bleiben oder hochgehen? Weil es regnet. Ist okay? Genau, ne? Bleiben wir hier. Mach ich so nieder. Kein Ton? Vielen Dank. Bleib so ruhig. Wollen wir kommen? Bueno, os presento a este fenómeno social de los movimientos, se llaman los Iayoflautas. Also man sieht es jetzt nicht so richtig durch den Regen und das kleine Bild, aber er präsentiert uns hier die Flöten-Opas und Omas. Son un grupo de jubilados que nacieron en octubre del 2011, se definen como hijos del 15M. Das ist eine Bewegung, die es seit Oktober letzten Jahres gibt. Die Leute sind alle über 70 oder 80 Rentner, Pensionäre, die sich selbst Kinder vom 15M, also Kinder der Empörten, nennen. Su lema es que por una vida mejor para nuestras hijas y nietos. Diese Omas und Opas haben vor 30 Jahren natürlich viel gekämpft gegen die Franco-Regierung und jetzt wieder den Kampf aufgenommen, nachdem 15M sie auf die Straße gebracht hat, um jetzt für ihre Kinder und Enkel zu kämpfen. Ellos eligen su objetivo, ocupan, hasta ser recibido por el máximo responsable. Jeden Monat machen sie eine direkte Aktion und besetzen einen Ort, den sie ausgesucht haben. Y lo difunden en directo por las redes sociales, especialmente con el Twitter. Und kommunizieren das direkt über die sozialen Netzwerke, insbesondere über Twitter. Also wir haben alle twittern gelernt mit über 70. Siempre consiguen su objetivo y además es el tema, el trending topic, el tema más hablado en el Twitter, a menudo a nivel mundial. Bisher haben sie immer ihr Ziel erreicht und das ist eine der meist diskutierten Phänomene in Spanien, sowohl auf den sozialen Netzwerken als auch in anderen Medien. Y esto tiene una repercusión posterior en toda la prensa. Und es geht, wie gesagt, durch die ganzen Medien und es fällt ihnen schwer, das nicht wahrzunehmen. Tienen una gran simpatía de toda la población y tienen una conexión muy grande con la movilización social. Das weckt die Sympathien im ganzen Land, also breit durch alle Bevölkerungsschichten und ist ganz stark verbunden eben mit den Bewegungen. Sie machen also sozusagen Propaganda für 15M auch. Ellos siempre hacen acciones directas, ocupan bancos para denunciar el fraude fiscal, en contra de los desahucios, piden que cada banco intervenido con dinero público sea un banco público. Also sie machen sehr direkte Aktionen, indem sie zum Beispiel Banken besetzen, wie jetzt die Bankia, und fordern, dass diese vom Staat geretteten Banken natürlich in öffentliches Eigentum überführt werden müssten, dass die korrupten Chefs zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Han ocupado agencias de calificación como Fitch, autobuses en contra del aumento de las tasas, actos en solidaridad con el pueblo griego, la patronal para exigir condiciones laborales dignas. Sie haben ganz unterschiedlichste Ziele in Visier genommen. Zum Beispiel haben sie Busse besetzt und entführt, um gegen die steigenden Kosten und Fahrpreiserhöhungen zu protestieren. Auch das ist natürlich immer eine wahnsinnige Mobilisierung, weil die Presse dann immer dazugestiegen ist. Sie haben aber auch die Polizei besetzt, den Unternehmensdachverband besetzt und erzwungen, dass die sich mit denen auseinandersetzen. También el Departamento de Interior, en solidaridad con la represión en aumento que están sufriendo los jóvenes que se movilizan en España. Und sogar das Innenministerium besetzt und besetzt gehalten, um gegen die zunehmende Repression, insbesondere der jungen Menschen, die eben dagegen protestieren, deutlich zu machen.
esta movilización se extiende por todo el Estado. En la última acción que hicieron, ocuparon la sede de Bankia simultáneamente en 5 ciudades, Barcelona, Madrid, Sevilla, Mallorca y Valencia. Das verbreitet sich durchs ganze Land und zuletzt haben sie die Bank ja eben besetzt. Das ist die Bank, die gerade gerettet werden musste. Es könnte bis zu 100 Milliarden Euro kosten und propagieren, dass diese Bank nicht nur öffentlich handüberführt wird, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft bezogen werden und dass auch die Immobilienbesitzer, so eine Lino Bocco, der Bank in öffentliches Eigentum überführt werden, um die Wohnungsnot in Spanien zu lindern. Dann jeden Tag werden 100 Familien auf die Straße gesetzt. Están apareciendo más grupos por todo el Estado. Una cosa que le dan mucha importancia es a las nuevas tecnologías, como hace el movimiento, y hacen cursos de formación permanentes, otorgados por los centros sociales, de Twitter, Facebook, etc., para poderse conectar por las redes. Und das verbreitet sich so sehr, dass jetzt sozusagen immer mehr Leute hinzustoßen und tatsächlich immer mehr Orte besetzt werden, um dieses Ziel zu erreichen. Jetzt kriege ich ja dauernde Handzeichen, dass wir hier umziehen sollen auf die Bühne, bevor wir ganz nass werden. Aber ihr werdet doch nass. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, auf die Bühne zu kommen. Die ist nämlich überdacht. Und so viele seid ihr auch nicht mehr. Also kommt einfach nach oben. Also Joaquin. Genau. Sigue. Bueno, explicaros también que desde el 15M ha evolucionado mucho en este año y ahora ya está concretando acciones concretas. Por ejemplo, el 15M para Rato, que es una campaña de movilización social para llevar a Rato, que era el expresidente de Bankia, delante de los tribunales. Also, die nächste Aktion ist eben, ich habe schon angedeutet, dass die Flötenomas und Opas fordern, dass Rato, das ist der nicht nur ein wichtiger Mann innerhalb der Partido Popular, also der rechtskonservativen, quasi protofaschistischen Partei, sondern eben auch der Chef von Bankia war, dass der zur Rechenschaft gezogen wird, Rato ins Gefängnis. De momento ya se ha conseguido que la Fiscalía del Estado empiece a investigar y que el propio Rato renuncie a la prestación que tenía de 1,2 millones de euros. Ah, und er selbst hat sogar einen Bankkredit von eben jener Bank erhalten und den soll er natürlich erstens zurückzahlen und zweitens soll die Staatsanwaltschaft ermitteln, wieso eigentlich sowas geht. Dentro de las próximas acciones que se prevén, una es se está haciendo un inventario de todos los de todo el parque de viviendas de Bankia, que sabéis que está intervenido, para ponerlo a disposición de las familias que lo necesiten a un alquiler social. Y esto empezará en los próximos meses a nivel de todo el Estado. Und in ganz Spanien organisiert 15M eben diesen Vorschlag von den Flötenomas und Opas aufgreifend, dass genau diese Wohnungen, die Immobilienbesitzer der Bank eben öffentlich bereitgestellt werden für all diejenigen, denen ihre Häuser und Wohnungen gerade entzogen werden. Also es wird konkreter, nicht nur die Besetzung von Plätzen und symbolische Handlungen, sondern es geht um ganz konkrete Forderungen und Aktionen, die den Menschen unmittelbar helfen sollen. Frente al rescate del 1%, el movimiento tiene un plan de rescate ciudadano para rescatar al 99%. Und genauso fügt sich natürlich das in die Forderung sozusagen, nicht nur das 1% zu retten, was ja gemacht wird im Moment mit der Bankenrettung in Spanien, sondern eben einen Rettungsschirm für die 99%. Y para acabar, pedir vuestra solidaridad en esta gran batalla por la construcción de una nueva Europa, una Europa de las personas y no una Europa del capital. Dankeschön. Und wünscht sich natürlich unsere Solidarität beim Aufbau und beim Kampf für ein neues Europa, eines eben nicht der Banken, sondern der Menschen. Und ich möchte hinzufügen, vielleicht nimmt man dieses Beispiel der Flötenomas und Opas auch für hier als Beispiel eben. Nicht zuletzt die Linke hat ja doch relativ viele, sagen wir mal, rüstige, ältere Menschen in ihren Reihen. Das wäre doch mal ein Beispiel. Besetzen wir mal einen Bus oder eine Bank oder gerade das Innenministerium. Muchas gracias, Joaquín.